Saisonabschluss räumen wir das Lager im FCL Fanshop. Ab sofort gibt es auf fast alle Artikel 50% Rabatt. Tommy Pulic, 4 Jahre gehen zu Ende. Wenn du zurückblickst, 4 schöne Jahre. Sehr schöne Jahre. Ich habe 2 Kinder hier. Meine 2 Kinder sind geboren hier und ich kann sagen, ich habe auch wie ein Spieler sehr gute Zeit, viel Unterstützung von unseren Fans. 3-mal wir waren in Spitzen Superliga und mit neuem Stadion, mit tollen Fans, ich kann sagen, 4 beste Jahre in meinem Leben. Ich weiß noch, du bist mit dem Auto über Nacht ins Probetraining gefahren nach Luzern. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, wenn ich jetzt sehe ein bisschen zurück und schaue zurück, dann 4 Jahre geht schnell. Ja, diese Tage, ja, war 10 Stunden mit dem Auto, dann Probetraining, dann Trainer Rolf Ringer hat gesagt, das ist gut. Und ich wollte auch gedanken ihm und Ex-Präsident Walter Stierli und meine Kollege Hans Kodrić, dass sie geben mir diese große Chance und ich denke auch, ich gebe etwas zurück. Und was ich kann sagen, dass das ist nichts Ende mit der FC Luzern. Ich komme hier 100% wieder. Ich weiß nicht, vielleicht wie ein Tourist oder wie ein Sportlicher oder etwas, aber ich komme 100% oder zu meinen Kollegen sehen. In diesen 4 Jahren ist sehr viel passiert, das ist eigentlich traditionell um den FC Luzern, es ist selten ruhig. Was hast du besonders in Erinnerung? 4 Jahre, ich habe gesagt, 2 Kinder, neues Stadion, Viele schöne Momente, dass wir immer bleiben in meinem Herz und was Leute sagen, das ist ehrlich, einmal blau-weiß, immer blau-weiß und das steht 100%. Weißt du schon, wie es bei dir weitergeht? Ich weiß noch nicht, ich habe 2-3 Optionen, auch Ausland ist eine Option, auch hier in der Schweiz. Und ich muss schauen, was ist das Beste für meine Familie, für mich Personal und hoffe ich, in 2-3 Wochen ich entscheide und dann wir wissen mehr. Du selber bist noch leicht angeschlagen, wir wissen noch nicht, ob du auflaufen kannst am Sonntag. Eines ist aber sicher, die Mannschaft steht in der Pflicht nach den 4 Niederlagen gestern. Siehst du das ähnlich? Ich denke, für unsere Mannschaft jetzt ist wichtig, dass wir vergessen diese 4 Niederlagen und schauen nur diese Match gegen Thun, was ist wichtig für uns und ein Match kann machen, Saison gut, positiv oder nichts negativ, aber ein bisschen nicht so zufrieden. Wenn wir waren Zweite in der Vorrunde, jetzt wir sind nichts in Europa, dann ist, ich kann sagen, ein bisschen schlecht. Aber wenn wir gewinnen, ich kann sagen, mit Halbfinal-Cup und mit Europa League-Platz, tolle Saison und gratuliere zur ganzen Mannschaft und Trainerstaff. Noch einen Tipp für Sonntag? Hoffe ich, jeden Sieg ist gut, 1-0 ist auch gut, aber mein Tipp ist 2-0. Würden wir gerne nehmen, auch als Dank zum Abschied für dich. Tommy Pulic, danke für alles. War eine sehr schöne Zeit und schön, dich kennenzulernen. Danke, Dani. Danke zu allen Fans und zu allen Leuten, die ich kenne. Und ich kann nicht sagen, jetzt alle Personal, aber zu jedem, den ich kenne. Und Dankeschön. Hey Adi, der Match ist erst am Sonntag. FC Luzern gegen Thun. Diesen Sonntag ab 4 Uhr in der Swissport Arena.